Ein Besuch der Lieblingsmannschaft im Stadion. Welcher Fan erlebt dieses besondere Ereignis nicht gerne? Für Fanclub-Mitglieder gehört das zum regelmäßigen Alltag ihres Lebens. Der Schalke-Fanclub Monasteria trifft sich vor jedem Heimspiel, um ihren Verein zu unterstützen und anzufeuern. Seit 1993 besteht der Fanclub. Er trägt den Namen Monasteria, um die Verbundenheit zu Münster zu signalisieren. Nachdem der Bus beladen wurde, geht es los auf die Fahrt nach Gelsenkirchen. Die Fans freuen sich auf das Spiel und die Stimmung steigert sich, je näher das Ziel rückt. Dabei gehört Alkohol genauso dazu wie Schals, Käppis und Trikots. Nach kurzem Zwischenstopp auf einer Autobahnraststätte steuert der Busfahrer die Arena auf Schalke an. Der Fanclub hat ca. 85 Mitglieder. 30 davon sind Frauen. Ben und Markus sind zwei große Schalke-Fans und seit Jahren Mitglied im Fanclub Monasteria. Sie erklären, was während der Fahrt zum Stadion passiert. Heimspiele sind wir meistens am Singen und sich unterhalten, weil sich halt sehr viele im Laufe der Zeit auch Freundschaften entstanden sind. Es wird auch jedes Mal getippt. Das heißt Spieltipp, jeder darf maximal zwei Tipps abgeben, wie das Ergebnis sein wird vom Spiel. Außerdem hat jeder Fan seine eigenen Rituale. Die Rituale sind, es ist eigentlich immer der gleiche Weg. Es sind auch immer der harte Kern, ist immer der gleiche. Rituale an sich haben wir nicht. Jeder hat sein eigenes Ritual eigentlich, so was weiß ich, morgens bevor er losfährt zu Hause oder so, gibt genug, die tragen was mit das gleiche T-Shirt drunter und so. Sowas gibt es so als Ritual, aber so ein Fanclub-Ritual haben wir eigentlich nicht. Nach etwa einer einstündigen Fahrt erreicht der Fanbus sein Ziel. Die Fans machen sich auf den Weg zum Stadion. Dort werden sie ihren Verein unterstützen. Doch wofür möchte der Fanclub sonst stehen? Also wir stehen natürlich dafür, dass wir immer fair bleiben. Das heißt, wir haben vom Fanclub aus noch nie irgendwo mal auswärts eine Schlägerei gehabt. Wir sind ein Fanclub, der alle Menschen gleich behandeln will, ob es Ausländer sind oder wie auch immer. Das wird hier bei uns jeder herzlich aufgenommen, wenn auch die Gesinnung stimmt, scheint und viel. Aber selbst in Dortmund sind wir ja nicht aggressiv. Wir singen zwar gegen Dortmund oder auch Anti-Dortmund-Lieder, aber wir werden niemals dann da zu übergehen, aggressiv zu werden, sondern dass wir diese Fahrten, das soll jedes Mal ein Event werden für auch Leute, die neu mitfahren, dass sie erleben können, so ist es ein schöner Tag, ist alles gut und schön und wir fahren friedlich nach Hause. Das Spiel ist vorbei. Schalke hat 1:0 gegen Wolfsburg gewonnen. Die Stimmung ist hervorragend. Es wird gefeiert und diskutiert. Und dann Platz 9, 39 Punkte, der Legendäre S04. Leverkusen Zweiter mit 58 Punkten und dann haben wir natürlich einen Verein, wo die Presse überhaupt gar nicht mehr berichtet drüber. Schalke 04, 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 Schalke 04. Nach einem weiteren kurzen Stopp auf einer Raststätte fährt der Bus in Münster ein. Man verabschiedet sich voneinander und geht zufrieden nach Hause.